Facebook im Livestream, also auch das wäre möglich auf der Daytrading Coach Facebook-Seite. Sind wir dann hier eben auch im Stream verfügbar. Also, wie immer starten wir mit einem kurzen Risikohinweis. Ja, Trading ist mit erheblichen finanziellen Verlusten, mit dem Risiko erheblicher finanzieller Verluste verbunden. Das kann zum Totalverlust führen. Von daher informiert euch bitte ausreichend über die Produkte, die ihr handelt und auch über die Märkte, die ihr handeln wollt. Was hier insbesondere immer ganz wichtig ist, weil wir ein Analyse-Webinar hier veranstalten. Alle Analysen, die ich hier mache, repräsentieren rein meine subjektive Meinung und sind nur dafür gedacht, euch so ein bisschen zu zeigen, wie ich an den Märkten arbeite. Das ist nicht als Anlageberatung zu verstehen und soll auch auf keinen Fall irgendeine Empfehlung für einen Kauf oder Verkauf irgendeines Finanzproduktes sein. Das ist hier immer ganz, ganz wichtig. Solltet ihr Trades umsetzen wollen nach Analysen, die ich hier zeige, dann solltet ihr das vorher ausreichend prüfen und nur dann traden, wenn ihr selbst auch davon überzeugt seid, denn ihr handelt hier auf eigenes Risiko. Und was auch immer der Fall ist, dadurch, dass ich selbst trade, ihr wisst das, besteht eine gute Möglichkeit, dass ich in einigen, wenn nicht sogar allen der hier besprochenen Märktepositionen halte oder plane, Positionen aufzubauen. Teilweise sage ich das dann nochmal separat mit dazu, aber manchmal vergesse ich das auch. Und von daher das bitte auch immer beachten. Okay, wo wir den Part durch haben, können wir hier einfach mal mit den Setups starten. Das ist wie immer, wenn es irgendwas gibt, was euch besonders interessiert, dann schreibt mir das gerne in den Chat. Sowohl bei Traders Yard als auch bei Facebook habe ich den Chat hier im Blick und sehe also, was hier reinkommt und würde das dann auch entsprechend beantworten. Okay, ansonsten, was habe ich auf dem Plan heute für die, die die Next Markets Trades verfolgen? Die wissen das. Ich habe hier eine Long-Position im Gold etabliert. Die kann ich vielleicht mal kurz erläutern. Da habe ich also hier vor 2 Tagen am Donnerstag eine Long-Position im Gold etabliert. Dazu möchte ich ein paar Sachen zeigen. Also es ist zum einen so, ich zeige das mal lieber im Margina Trader. Das ist immer ein bisschen schöner. So, Gold schauen wir uns ja auch immer an in den Wochenendanalysen. Also in meinem Newsletter ist Gold ja eine dauerhafte Einrichtung, sage ich mal. Also da wird jede Woche eine Analyse zum Gold veröffentlicht und ich zeige so ein bisschen, was ich da für die nächste Zeit erwarte. Was hier im Moment ganz, ganz deutlich zu sehen ist, ja, ich habe jetzt mal den Tageschart reingeholt. Wir sind hier in einem ganz deutlichen Aufwärtstrend. Ich nehme mal kurz die Handelssignale hier raus. Wir sind in einem ganz deutlichen Aufwärtstrend. Wir haben hier ein großes Momentum gesehen auf der Oberseite. Wir sind hier von 12,68 Mitte des Jahres 2019 hier bis August hochgelaufen bis 15,65. Das sind also $300, die sich Gold hier bewegt hat innerhalb weniger Wochen. Dann haben wir eine längere Zeit hier ein Retracement gesehen, eine Korrektur, die sich auf dem Tageschart also schon in einem intakten Abwärtstrend hier auch dargestellt hat. Ja, das ist also dieser Abwärtstrendkanal, der hier gelaufen ist. Ich habe hier aber auch immer wieder darauf hingewiesen, dass wir auf Wochensicht im Prinzip hier nichts anderes sehen als eine etwas längere Bull Flag und habe auch immer wieder darauf hingewiesen, dass diese Ausbrüche, die dann gerade aus diesen längerfristigen Flags kommen, wenn wir in der langfristigen Zeitebene, also hier im Wochenchart sind, dass diese Ausbrüche dann häufig recht dynamisch und nachhaltig laufen können. Das sehen wir hier schön auf dem Tageschart, wie das Ganze gelaufen ist. Wir sind aus einer schönen Formation gekommen, hier aus so einem Dreieck. Und im Dreiecksausbruch und dann auch im Ausbruch über dieses letzte Hoch hier kam dann wirklich das Momentum rein. Das ganze Ding fing an zu rocken. Und wir haben eine sehr heftige Bewegung hier im Gold gesehen, $130 in wenigen Tagen. Das sieht man nicht allzu häufig. Und danach haben wir hier so einen Final Spike gehabt im Bereich 1600. Auch das hatten wir erwartet. Und dann sind wir hier mehrere Tage
Richtung Süden korrigiert, haben hier so eine kleine ABC aufgebaut. Das ist ein bisschen tricky gewesen, weil wir hier den charttechnischen Ausbruch schon auf der Unterseite hatten. Das Ganze hat aber im Prinzip nur noch mal hier diesen Kaufbereich getestet, diesen Supportbereich, hat dann hier relativ dynamisch am nächsten Tag auch wieder nach oben gedreht. Wir haben also hier eine bullische Tageskerze. Ja, das ist so ein Hammer. Und die erste Chance zu kaufen ist immer der Ausbruch aus dem Hammer nach oben. Dann haben wir nochmal einen Tag nach unten korrigiert und dann geht das jetzt hier seit Freitag wieder deutlich Richtung Norden. Und was hier besonders interessant ist, ist die Saisonalität, die wir hier drin haben. Ja, ich zeige das mal kurz. Das hier sind die Commitments of Traders Positionierung. Na, da sehen wir, wir waren hier sehr lange in einem Verkaufsbereich drin, hatten hier sehr große Short Hedges bei den Commercials im kurzfristigen Bereich. Und daraufhin hat sich dann hier auch diese zeitlich etwas längere Abwärtsbewegung angeschlossen. Innerhalb dieser Abwärtsbewegung ist dann diese Extrempositionierung hier auch wieder so ein bisschen abgebaut worden. Wir sehen in der Nettopositionierung, dass das nicht wirklich viel ist, aber dafür schauen wir uns eben immer hier diesen kurzfristigen Bereich an, so über den Verlauf des letzten halben Jahres. Die Position als Oszillator, da sehen wir, das hat sich hier ganz gut abgebaut. Dann sind wir nochmal hier in den Extrembereich reingekommen. Das war dann kurz bevor wir dieses Top über 1600 ausgebildet haben. Und jetzt im Moment sind wir schon wieder dabei, diese Extrempositionen hier ein bisschen abzubauen. Und das nimmt dann meistens den Druck auf der Abwärtsseite hier erstmal wieder ein bisschen raus. Und was mir hier im Moment am besten gefällt im Gold, ist eben die Tatsache, dass wir hier eine saisonal sehr, sehr bullische Phase haben. Die hat hier im Dezember schon begonnen. Mitte Dezember geht das Ganze los. Saisonal typisch bullisch für die Metalle und zwar für alle. Nicht nur für Gold, auch für Silber und Platin. Und für alle Edelmetalle beginnt hier immer Ende des Jahres eine sehr bullische Phase. Und ich verkleinere den Bereich hier mal, dann sehen wir das nämlich sehr gut, wie sauber das hier zeitlich wieder übereinstimmt. Wir haben hier den durchschnittlichen Kursverlauf über die letzten 10 Handelsjahre. Und da sehen wir, dass dieses saisonale Tief hier ziemlich genau gepasst hat mit der Entwicklung im Goldpreis. Und wo saisonal hier der Druck aufkommt, wo also saisonal der Vorteil sich hier ganz klar Richtung Norden wendet, da ist dann hier auch richtig Bewegung in den Goldpreis reingekommen. Ja, jetzt müssen wir ein bisschen gucken, weil das, was wir hier jetzt sehen auf dem Wochenchart, diese Bewegung von hier oben bis da unten, das ist eine Ausgleichsbuchung, die ist normalerweise überhaupt nicht relevant, weil die nicht getradet werden kann. Zeigt das hier nochmal. Dieser Bereich hier, der jetzt rot markiert ist, das ist eine Ausgleichsbuchung. Wenn man dem Goldverlauf hier folgen möchte, saisonal, dann nimmt man einfach diesen Bereich hier unten und setzt den an dieses Level hier an. Ja, und dann sieht die Bewegung ungefähr so aus. Ja, das wäre der normale saisonale Verlauf für Gold. Das Problem ist halt, dass ich das dann in Märkten, die sich sehr bullisch entwickeln, wie es bei Gold im Moment ist. Und dann würden sich diese Saisonalitäten hier nach oben weiterentwickeln. Das funktioniert nicht. Wir müssen das Ganze horizontal hier unterm Chart haben. Deswegen werden hier in den Saisonalitäten, wenn man sich das über mehrere Jahre anschaut, immer diese Ausgleichsbuchungen reingesetzt. Und ich habe das Ganze bei mir so eingestellt, dass die Ausgleichsbuchung hier zum aktuellen Zeitpunkt stattfindet, also nicht zum Beginn des Jahres, sondern zum aktuellen Zeitpunkt. Dass ich immer vom aktuellen Zeitpunkt, und das ist das, wo das Blaue hier anfängt, das Blau unterlegte, dass ich immer hier sehe, wie denn für die nächsten Wochen der saisonale Vorteil liegt. Und hier sehen wir noch für die nächsten 3, 4 Wochen den Vorteil ganz klar auf der Long-Seite. Und das ist also etwas, was ich hier in diesem Trade versuche umzusetzen. Ich habe den Stop hier etwas unter dem Tief gesetzt und versucht, die Bewegung hier bis $1600 nach oben nach Möglichkeit mitzunehmen. Ich werde das aber in 2 bis 3 Wochen auf jeden Fall kontrollieren, bis wohin wir gelaufen sind. Und wenn wir hier irgendwo bei 1590 sind, 1585
Und die Saisonalität zeigt an, dass die Bewegung erstmal gelaufen ist hier so ab Mitte Februar. Dann werde ich die Position wahrscheinlich auch früher rausnehmen, falls nicht der Kurszielbereich bis dahin erreicht ist. Also das ist im Moment das, was in den Edelmetallen super interessant ist. Wir können es uns hier nochmal auf dem Silber anschauen. Ja, da sehen wir was ganz Ähnliches. Im Silber hier ab Ende Januar fängt hier die richtig starke Phase nochmal erneut an. Wir haben auch hier zum 16. Dezember angefangen, sind hier reingelaufen, haben jetzt gerade im Moment so einen ganz kleinen Schwächeknick. Ja, immer dran denken, diese Bewegung hier, die muss hier oben dran gesetzt werden. Dann haben wir den tatsächlichen saisonalen Verlauf. Also so ein ganz kleiner saisonaler Knick, den wir hier noch drin haben. Und dann haben wir auch hier im Silber bis 20. April den Vorteil eher noch auf der Long-Seite. Ja, und das Ganze, obwohl Silber hier vom Chart her deutlich schwächer unterwegs ist als Gold. Silber hat nicht mal dieses letzte Hoch hier rausgenommen. Das ist im Gold schon längst geholt worden. Ich vergleiche es nochmal, ich hole den nochmal hier rein. Ja, da sehen wir das. Gold hat hier dieses Hoch rausgenommen. Das hat Silber nicht gemacht. Aber nichtsdestotrotz liegt der saisonale Vorteil auch im Silber momentan noch auf der Long-Seite. Aber das ist der Grund, weshalb ich hier Gold getradet habe. Wir können das hier im Agena Trader auch immer schön überlagern. Das mache ich einfach mal. Dann kann ich das auch mal kurz zeigen. Dann seht ihr direkt, wie das funktioniert. Ja. Wenn wir jetzt hier die Kursverläufe überlagern, dann müssen wir allerdings hier auch den richtigen Startkurs einstellen. Den können wir jetzt mal setzen. Da nehmen wir einfach mal 100 Wochen, dann haben wir so ungefähr 2 Jahre. Ja, und jetzt haben wir hier den Verlauf von Gold und Silber seit März 2018. Na, und da sehen wir, Gold ist gerade hier in der letzten Zeit deutlich stärker. Wir haben hier dieses Zwischenhoch gehabt im Silber. Die Korrektur, die danach im Silber gekommen ist, hier auf der Abwärtsseite, ist deutlich stärker ausgefallen als die im Gold. Und dementsprechend eben auch die Aufwärtsbewegung, in die wir hier wieder reingelaufen sind, die hat dann nicht mehr gereicht, die letzten Hochs hier rauszunehmen. Und das ist beim Gold eben anders. Und ich mache es gerne so, wenn ich einen Trade aufsetze, wo zwei Produkte sehr ähnliche Grundausrichtungen haben, dann gehe ich für Long-Positionen lieber in das Produkt, was tendenziell stärker ist, und für Short-Positionen lieber in das Produkt, was tendenziell schwächer ist. Ja, und weil ich jetzt hier einen Long-Trade aufbauen wollte, weil es eben eine saisonale Geschichte ist, habe ich das Ganze im Gold gemacht. Würde ich ein COT-Setup aufbauen wollen, das würde dann eher zur Short-Seite liegen, würde ich das Ganze eher im Silber umsetzen. Ja, weil einfach Silber momentan der etwas schwächere Markt ist von den beiden. Ja, also so sieht das bei mir aus, wenn ich mir diese Vergleiche da anschaue. Okay. Dann nehmen wir auch mal den Gold hier wieder raus. So, ich schaue mal kurz in den Chat, ob hier irgendwas reingeht. Ich sehe, wir haben relativ viele Teilnehmer wieder heute. Da freue ich mich drüber. Das scheint doch alles auch im Traders-Yard wieder deutlich besser zu funktionieren, als das am Anfang nach der Umstellung der Fall war. Also, wenn ihr irgendwelche Märkte habt, die ihr gerne hier einmal kurz analysiert haben wollt, dann haut die in den Chat. Ich mache das gerne. Ansonsten zeige ich euch noch ein bisschen, was für mich im Moment an den Märkten hier ganz interessant ist. Da wäre zum Beispiel als schönes Long-Setup hier der Dollar-Index. Den hole ich hier mal gerade in den Tageschart. So. Ja, also wir sehen hier Dollar-Index langfristig seit September 18 hier ganz klar in einer Aufwärtsbewegung. Das Ganze mündet jetzt im Wochenchart so ein bisschen ähnlich in das, was wir im Gold gesehen haben. Ja, wir haben hier einen starken Trend
Und wenn wir uns jetzt den Wochenchart anschauen, dann sehen wir, dass sich hier ja, wie so eine Bear Flag entwickelt hat im Gold, im Dollarindex, ähnlich wie wir das im Gold gesehen haben vor einigen Wochen. Und da sind wir jetzt hier gerade dabei, darüber hinaus auszubrechen. Und auf dem Tageschart sieht man eben sehr schön das genaue Setup. Na, wir sind über diesen wichtigen Bereich weggebrochen und vorher schon über den. Das heißt, das Einstiegslevel für eine Long-Position, das lag idealerweise schon hier. Ja, das ist immer sehr schön, wenn man eine Formation hat im Prinzip oder eine Chart-Geschichte, die von der kleinen Zeitebene sich in die große Zeitebene rüber arbeitet. Ja, wenn ich also irgendwo ein Chart-Setup habe, was sich auf dem Tageschart entwickelt und wenn es im Tageschart vollendet ist, quasi sich direkt im Wochenchart fortsetzt, dann sind das ganz, ganz häufig ideale Einstiegssetups. Und hier haben wir so eine Geschichte. Wir haben eine starke Bewegung innerhalb des Tagescharts. Wir können uns hier mal die letzten Swings anschauen, die der Markt hier gemacht hat. Ja, das ist hier in so eine ABC-Korrekturbewegung gegangen, auf diese größere Abwärtsbewegung. Da haben wir also hier einmal eine ABC. Damit ging diese Aufwärtssequenz los. Dann haben wir hier ein paar Tage gekämpft. Und das, was wir hier dann eigentlich gesehen haben, ist nichts anderes als im Prinzip auch nochmal so eine Bull Flag in der kurzfristigen Ebene. Da ist dann das erste Kauf-Setup schon hier an diesem Bereich. Das wäre der aggressivste Kauf gewesen für diese laufende Aufwärtsbewegung. Die zweite Variante ist dann eben diesen Ausbruch zu nehmen hier über diese Zwischenhochs. Denn dann ist ganz klar, das ist hier keine ABC-Bewegung, sondern die Sequenz setzt sich hier weiter fort, macht hier neue Hochs. Das heißt, wir sind hier in einer intakten Trendbewegung schon wieder im Tageschart, sind hier ganz klar in einer intakten Aufwärtstrendbewegung. Wir sehen auch hier unten, deswegen habe ich immer den RSI ganz gerne eingeblendet. Wir haben hier noch deutlich Platz nach oben, bevor wir auch nur im Ansatz hier in den überkauften Bereich kommen. Vom RSI zumindest. Das heißt, in diesem Bereich, wo wir hier kaufen, laufen wir nicht Gefahr, aufgrund einer überkauften Marktsituation relativ schnell wieder eine Wende zu sehen im Preis, sondern vielmehr können wir erwarten, dass dieser Ausbruch dann auch dynamisch weitergeht. Die letzte Variante dann einzusteigen ist eben über diesem Hoch hier, weil dann können wir uns hier auch von der großen Abwärtssequenz zeichne ich auch mal ein, im Prinzip sicher sein, dass wir ja, diesen Abwärtstrend hier gebrochen haben. Das wäre hier die großen Moves im Abwärtstrend vom Tageschart. Und jetzt kommen hier viele Dinge zusammen. Wir haben also im Tageschart hier einen neuen Aufwärtstrend gestartet. Wir haben den übergeordneten alten Abwärtstrend durchbrochen und wir sind hier im Wochenchart aus diesem Abwärtstrend, aus dieser Bull Flag hier auch nach oben weggebrochen. Ja, das sieht also charttechnisch wirklich gut aus, alles hier für weiter steigende Preise oder weiter steigende Kurse im Dollarindex. Wir können dann noch mal kurz einen Blick auf die Saisonalitäten und auf die Commitments of Traders werfen. Das hole ich hier mal kurz in den Wochenchart. Bei den Saisonalitäten sieht es so aus, dass wir auch hier bis Anfang März den Vorteil auf der Long-Seite haben. Das unterstützt also dieses charttechnische Long-Setup. Wir haben im ganz großen Bild hier im ganz großen Bild immer noch diese Aufwärtsbewegung, die hier läuft im Dollar-Index. Ich passe das noch mal ein bisschen an kurz. Ja, so sieht das Ganze ungefähr hier aus. Das ist der laufende Aufwärtstrend. Kann man natürlich immer noch mal ein bisschen schicker machen. Ja, da haben wir also auch hier nur das untere Ende dieses ganz langfristigen Trends. Der läuft hier wohlgemerkt seit Juni 2018 in diesem Kanal, ist aber gestartet hier schon Anfang 2018.
Hier ist also auch alles intakt. Wir bewegen uns hier über dem Jahresdurchschnitt. Das Goldene, was hier läuft, das ist der 52-Wochen-Durchschnitt. Wir bewegen uns also nach wie vor oberhalb dieses Jahresdurchschnitts, haben auch genau am Jahresdurchschnitt hier wieder angehalten in der Korrekturbewegung. Das sind alles bullische Signale. Wir sehen in der kurzfristigen COT-Variante über ein halbes Jahr, dass wir hier in einen Kaufbereich gelaufen sind. Ja, da fangen wir gerade an, die Positionen so ein bisschen abzubauen. Das ist auch ein Zeichen dafür, dass die Tiefs hier im Markt sind. Also das ist ein wirklich schönes Grundsetup, was sich hier ergibt für die Long-Seite vom Dollar-Index. Und ich habe das ja schon ein paar Mal erwähnt, Dollar-Index sehr, sehr wichtig für mich, schon alleine, weil fast alle Rohstoffe ausschließlich in Dollar gepreist werden. Das heißt, eine Dollarstärke drückt immer ein bisschen auf die Rohstoffpreise. Ein schwacher Dollar, der unterstützt tendenziell Rohstoffpreise. Von daher ist es für mich immer sehr wichtig, auf diesen Dollarindex zu schauen. Und oft ergeben sich dann aus solchen Setups im Dollarindex auch gute Setups in den Major-Währungspaaren. Ja? Auch da haben wir ja einen Future-Bereich. Boah, ich habe hier heute meinen kleinen Kumpel hier mit. Ich weiß gar nicht, ob der im Bild ist. Kann er vielleicht mal kurz Hallo sagen? Ja, da haben wir ihn. So, hallo allerseits. Ne? Ja, du bist noch müde, ne? Schlaf mal eine Runde. So, ich bin hier heute ein bisschen Babysitter. Ja. Okay, ansonsten, wie gesagt, da ergeben sich ganz gerne dann auch mal schöne Signale eben in den anderen Währungspaaren. Das haben wir momentan im britischen Pfund. Ja, da sieht das Ganze relativ short aus. Ich habe hier die Positionierung der Commercials stark auf der Short-Hedging-Seite. Wir sehen es hier auch in den Netto-Positionierungen. Wir sind fast schon wieder in so extreme Bereiche vorgerückt wie hier im April 2018, wo diese große Abwärtsbewegung gestartet ist. Mir gefällt das hier sehr, sehr gut, das Short-Setup im britischen Pfund, aus mehreren Gründen. Wir sind zum einen hier noch ganz klar im langfristigen Abwärtstrend, wenn wir uns das anschauen. Ja, wir haben es gerade gesehen im Dollarindex, der ist im langfristigen Aufwärtstrend. Das britische Pfund hier ist hier ganz klar noch im langfristigen Abwärtstrend. Wir sind nicht über dieses letzte Hoch drüber gegangen. Dementsprechend ist der Trend quasi noch intakt. Ich zeichne auch hier nochmal schnell die Sequenz ein. Ja, können wir sogar diese kleine Zwischenbewegung hier noch mitnehmen. Dann haben wir hier das letzte Hoch auf gleicher Ebene. Dann sind wir hier nochmal rangelaufen, wieder gleiche Ebene. Und jetzt im Moment sind wir eben wieder hier in dieser Abwärtsbewegung. Und diese Abwärtsbewegung ist die langfristige Trendrichtung. Gefällt mir sehr, sehr gut. Das Level, an dem wir hier hängen geblieben sind, ja, ist ein ganz klares Verkaufslevel. Ja, das hat hier viele Wochen gehalten, ist ein paar Mal angelaufen worden und nie nach oben durchgebrochen. Von daher auch hier in dem Fall unterstützt das Short-Setup. Saisonal sieht das Ganze so aus, dass wir auch hier ganz klar bis Anfang März die Saisonalitäten noch abwärts gerichtet haben. Ja, und dann kommen wir in eine Phase, wo wir wahrscheinlich dann etwas größere Korrektur auch sehen könnten beim britischen Pfund. Aber bis dahin liegt der Vorteil weiter auf der Short-Seite. Und wenn wir uns das Ganze jetzt hier im Tageschart anschauen, dann sehen wir auch, dass wir im Tageschart das letzte große Momentum hier auf der Abwärtsseite hatten, haben dann eine Korrektur gesehen, die eben nicht mehr bis zum Hoch gelaufen ist. Und hier sind wir jetzt im Moment noch so ein bisschen am Entscheidungslevel. Ja. Idealerweise sollten wir hier drunter laufen. Na, Einstiege sind dann zum Beispiel möglich hier unter diesem Tief. Das wäre so eine Variante. Hier schon die erste Short-Position aufzubauen. Die etwas sicherere Variante ist hier den Ausbruch tatsächlich unter die 1,2940 abzuwarten. Ja, aber prinzipiell geht das Ganze so ein bisschen unisono mit dem Long Setup im Dollarindex. Entsprechend haben wir dann häufig bei den großen Währungspaaren Short Setups. Na, auch im australischen Dollar, da sieht das Ganze ganz ähnlich aus. Ich gehe auch hier nochmal in den Wochenchart, da kriege ich irgendwie gerade keine Commitments of Traders Daten hier rein. Ich weiß nicht genau warum, das muss ich gleich mal prüfen.
Ich weiß aber, dass die Short Hedges hier auch recht hoch sind. Wir sind also auch hier unten im Extrembereich. Hier sieht es saisonal noch nicht ganz so gut aus. Hier sind wir saisonal noch eher so ein bisschen aufwärts gerichtet. Dafür sehen wir, dass dieser Trend hier äußerst stabil ist in die Abwärtsrichtung. Auch hier haben wir von den großen Swings. Oh, das ist das falsche Zeichentool. Von den großen Swings hier. Ich lasse die kleineren einfach mal aus. Die brauchen wir hier nicht. Ja, da sieht das Ganze so ein bisschen so aus. Wir haben hier zwar kein neues Tief gemacht. Deswegen ist eigentlich immer noch das entscheidende Level dieses hier oben. Das hier wäre das entscheidende Level für den Trendwechsel. Allerdings, weil wir nach dem Tief hier auch schon nochmal deutlich tiefer waren, ist auch das hier nicht unwichtig. Aber wir sind auch hier nicht drüber gekommen. Ja, wir sind hier überall nur dran gelaufen, sind jetzt hier schon wieder 1, 2, 3, die vierte Woche so ein bisschen in Abwärtsrichtung unterwegs, haben auch den Jahrestrend hier nur ganz kurz nach oben durchbrechen können und liegen jetzt relativ schnell wieder drunter. Also hier ist der Trend noch ziemlich stark intakt. Und von daher haben wir hier ein ähnlich gutes Setup eigentlich wie im britischen Pfund. Sollten wir unter dieses Tief hier laufen, dann ist auch im Tageschart hier dieser Abwärtstrend wieder aktuell und dann könnte das Ganze auch noch mal eine Ecke weitergehen. Auch hier sehen wir den RSI noch relativ neutral, knapp unterm 50er-Bereich. Da ist also auch noch viel Luft nach unten. Also prinzipiell australischer Dollar auch Short ausgerichtet. Dann habe ich persönlich noch eine Position hier im Schweizer Franken, auch eine Short-Position. Da kann ich auch mal kurz die Signale hier reinlegen. Ja, das hier war mein Short-Signal. Das kommt aus dem Masterclass-Addon. Das war das Short-Signal. Die Position läuft im Moment. Ja, die hat den ersten Zielbereich schon erreicht. Der zweite Zielbereich, der liegt hier unten bei 1,032 ungefähr. Also ungefähr in dem Bereich, wo diese Kaufzone hier liegt. Na, wir haben hier nur so einen kleinen Docht nach unten. Die Kurse sind hier sofort wieder hochgekauft worden. Das heißt, der ganze Bereich hier 1,0290 bis 1,0320 ist so ein bisschen Support. Bis dahin hat der Schweizer Franken hier aber noch ganz gut Platz zu laufen. Hier ist nicht wirklich viel, was sich dem in den Weg stellt, na, auf dem Tageschart. Auf dem Wochenchart sehen wir hier, wo das Setup herkommt. Ja, wir sind also ganz klar hier in einem starken Short-Hedging-Bereich bei den Commercials. Wir sehen das hier auch in der Netto-Positionierung. Wir sind vom Level, was an Longs noch vorhanden ist, beziehungsweise an dem, was an Shorts aufgebaut ist, sind wir hier noch bei einer Netto-Positionierung von 6.000, knapp 6.000 Kontrakten. Zu diesem Zeitpunkt hier lagen wir ungefähr ähnlich, März 2018, und das sehen wir, da hat dann auch die große Abwärtsbewegung angefangen. Von daher würde es mich nicht wundern, wenn wir auch hier an diesem Level, hier sieht man auch auf dem Wochenchart, wie wichtig das Level ist. Hier sind überall nur Dochte, Docht, Dochte. Ja. Wir haben wenig Schlusskurse, die hier oberhalb dieses Levels liegen. Oberhalb der Hochs hier haben wir gar keinen Schlusskurs. Na, hier haben wir 2 Wochen lang nicht geschafft, darüber zu schließen. Also es sieht alles so aus, als hätten wir gute Chancen, dass sich der Schweizer Franken hier auch noch mal ein bisschen nach unten bewegt. Im Extremfall hier auf dem Wochenchart vielleicht sogar noch mal ein bisschen im Bereich 102,30. Ja. Saisonal ist es hier so ein bisschen holprig. Na, da sind wir hier bis Anfang Februar abwärts, dann hier noch mal kurz eine Aufwärtswoche, dann wieder abwärts. Also insgesamt sieht so aus, dass wir bis Anfang März auch hier den Vorteil eher auf der Short-Seite haben. Das sind aber eben Dinge, die dann häufig so sind, wenn wir im Dollar-Index ein klares Setup haben oder im Dollar-Index eben einen klaren Vorteil haben auf der Long-Seite, dann ist es eben oft so, dass viele von diesen großen Währungspaaren dann eher auf der Short-Seite zu finden sind. Da muss man immer ein bisschen aufpassen, dass man seine Klumpenrisiken da nicht zu groß gestaltet. Indem man jetzt irgendwie 3, 4 Währungspaare gegen den Dollar Short geht, dann vielleicht den Dollar noch parallel Long, dann wird das irgendwann ein bisschen zu viel, alles in die gleiche Richtung. Da muss man also aufpassen. Prinzipiell, wie gesagt, mache ich so, entweder ich kriege saubere Einstiegssignale über meine Systeme, wie aus dem COT Masterclass Add-on,
Oder ich suche mir eben für die Short Trades den schwächsten Kandidaten und nehme dann vielleicht parallel noch den Long Trade im Dollarindex. Und dann war es das auch. Ja, also mehr als zwei Positionen parallel würde ich da nicht haben wollen. Okay, dann haben wir hier im Chat drin die AMD-Aktie. Dann gehen wir gerne auch zwischendurch mal in eine Aktie. AMD. Ah, die habe ich hier sogar schon drin. So, vom RSL her sehen wir schon 1,4. Ja, ist brutal. Da ist also richtig Druck drauf gerade in dem Ding. Wenn wir das hier, die Aktien, die ich hier so ein bisschen auf der Watchlist habe, die habe ich hier drin. Wenn ich die hier mal nach der relativen Stärke nach Levi sortiere, da liegt die AMD einen Platz hinter der Tesla. Bei Tesla haben, glaube ich, alle Aktientrader in der letzten Zeit mitgekriegt, was da gelaufen ist. Die explodiert, die Aktie, die ist parabolisch angestiegen. Und so ähnlich sieht es jetzt hier auch schon in der AMD aus. Also das ist hier einfach ein Bereich, da kann man mit einer Charttechnik nicht mehr viel machen. Das Ding ist parabolisch hier nach oben gelaufen. Ist schwer, ja, ist wirklich schwer, da noch reinzukommen. Also ich würde euch empfehlen, wenn ihr Breakouts handeln wollt, dann sucht euch auf dem Wochenchart in Kombination mit dem Tageschart irgendwo wichtige Level, bei denen man damit rechnen kann, dass an diesen Leveln Druck kommt. Das wäre jetzt hier im Wochenchart bei der AMD zum Beispiel, wenn wir hier mal aus dem Wochenchart rauskommen und uns das mal angucken, dann hatten wir hier dieses Hoch. Ja, das ist ein interessantes Hoch, weil wir eben hier aus einer sehr, sehr dynamischen Woche kommen. Dann hatten wir hier ein kleines Retracement gesehen. Da wäre der gesamte Bereich der Wochen danach wäre interessant gewesen, wenn wir hier nach oben rauslaufen. Das hat sich dann mehrere Wochen hier in einer Seitwärts- bis Abwärtskorrektur vollzogen. Und dann bietet sich das tatsächlich an, hier schon zu schauen, okay, was finden wir denn hier für Chartkonstellationen? Ja, hier haben wir so ein Dreieck. Und dann kombiniere ich diese Dinge gerne. Ich würde also nicht hier so super aggressiv so einen Dreiecksausbruch handeln, auch wenn das eine bullische Wochenkerze ist, die hier läuft. Und ich sehe auch unten, mein Trendindikator ist die ganze Zeit im positiven Terrain. Der ist hier nicht einmal ins Negative gerutscht, auch bei diesen sehr starken Verlustwochen nicht. Aber trotzdem wäre das hier kein Level für mich zum Kaufen, sondern das Level zum Kaufen wäre für mich eher dieses hier. Ja. Da haben wir hier schöne Doppelhoch auf dem Wochenchart. Aus dieser Woche und dieser Woche hier, da ist sogar noch eine dritte, die da mit reingeht. Und wenn wir hier dynamisch durchlaufen, dann haben wir zumindest erstmal hier einen schönen Zielbereich, nämlich das letzte Hoch. Und dann kann man versuchen, diese Dinge einfach laufen zu lassen, den Stop hinterher zu trailen. Und wenn man Pech hat, wird man dann in solchen Kerzen hier rausgeholt. Dann kann man aber, wenn sich das wie hier in so einem ganz starken Hammer auf dem Wochenchart abbildet, könnte man sogar beim Ausbruch hier wieder ein Re-Entry machen. Die Position wäre hier auf jeden Fall mit einem dicken Gewinn geschlossen worden. Von daher kann man da auch nochmal neu ins Risiko gehen. Jetzt auf diesem Level hier würde ich da nicht mehr einsteigen. Ja, das ist mir viel zu weit gelaufen. Da bräuchte man ein vernünftiges Retracement. Und ein vernünftiges Retracement wäre hier für diese Aktie schon so ein bisschen in den Bereich 42 Dollar. Und wenn wir das uns mit dem Ruler mal anschauen, hier 42 Dollar, das sind fast 10% Retracement, die wir da bräuchten. Das ist schon recht viel, das ist sehr schwer, in solche Werte hier noch reinzukommen. Man kann es aggressiv im Tageschart machen, dann muss man aber auch wissen, dass man hier eine recht geringe Trefferquote am Ende auch hinnehmen muss und häufiger mal ausgestoppt wird. Das, was sich dann immer gut macht, solange wie Trends laufen, sind eben diese Bull Flags hier. Ja. Sieht man aber hier auch extrem schwer zu handeln. Wir sind hier mit dem Upgap schon reingekommen. Da hätte man maximal noch diesen Ausbruch hier aufs neue All-Time-High handeln können. Und da seht ihr dann auch, ne, dann seid ihr gut vorne. Das ist ja schon eine ordentliche Position im Gewinn, die man hier am Ende auf der Uhr hat. Dann läuft es 3 Tage seitwärts und am vierten Tag wird man hier Break-Even nochmal ausgestoppt, bevor das Ganze dann weiterläuft. Also es ist wirklich schwierig, diese Dinge nachher zu traden. Ja, auch hier hat sich nochmal sowas wie ein Wimpel entwickelt. Ja, das kann man auch gut traden, aggressiv. Da hat man dann auch die entsprechend kleinen Stops. Ne. Hier haben wir so ein Ding noch. Also auch sowas könnte man traden.
Aber viel mehr ist da tatsächlich nicht drin, außer dann wirklich enge Stops zu setzen und dann hier auch nach ein oder zwei Tagen im Profit wieder raus zu sein. Ich würde hier an der Stelle jetzt nichts mehr machen und schon gar nicht, nachdem wir hier schon wieder 3 Tage voll gelaufen sind. Ja. Okay, CMG. Auch eine super interessante Aktie. Können wir uns auch gerne mal anschauen. Ja, sowas ist schön. Sowas ist richtig schön, weil wir hier gerade über ein ganz wichtiges Level drüber weglaufen. Wir haben hier einen Doppeltop ausgebildet. Ja, ich mache es mal übers Zeichentool. Den brauchen wir hier nicht. Damit ich mir den Chart nicht so voll kleister, mache ich das mal hier. Das ist schneller wieder rausgelöscht. Also wir haben hier ein richtig schönes Doppeltop auf dem Weekly drin gehabt und haben hier ein super gutes Retracement gesehen, so ein bisschen bis in diesen alten Support-Bereich hier drüben. Ja, der läuft von hier bis hier. Das ist ein richtig schöner Kaufbereich. Wir sind hier also ideal in den Kaufbereich eingetaucht, haben uns sehr dynamisch daraus wieder wegbewegt. Also das wäre ein Einstiegslevel hier. Das ist ein aggressives Einstiegslevel, wenn man nicht direkt in dem Kauflevel die Long-Positionen aufbauen will, was ich an der Stelle hier nicht machen würde. Dafür wäre mir hier viel zu viel Druck drauf gewesen. Ich würde hier nicht per Limit einfach einsteigen und hoffen, dass die Bewegung dann an der Stelle auch vorbei ist. Aber wenn man das sieht, dass man hier so eine schöne Umkehr kriegt, ne? Also eine Kerze, die sehr stark abwärts gerichtet war, auch quasi am Tagestief geschlossen hat und direkt am nächsten Tag nur noch mal ein ganz marginal neues Tief. Und dann haben wir hier eine schöne grüne Kerze, die auch relativ stark schließt. Die schließt hier also im oberen Drittel des Bereichs. Und dann in der nächsten Kerze holen wir schon diese komplette Abwärtsbewegung hier wieder raus. Das wäre ein erstes, etwas aggressiveres Kauflevel. Da hat man dann, wenn man sich das Ganze vom Chance-Risiko-Verhältnis anschaut, im Prinzip schon genug, wenn hier noch einmal dieses All-Time-High getestet wird. Da sind wir hier schon im 1,7, 1,8 zu 1 Chance-Risiko-Verhältnis. Deswegen machen sich diese Einstiege nach den größeren Retracements eigentlich oft sehr gut. Ja, wenn wir einen Wert haben wie CMG, der hier so sauber läuft, Trendindikator sehen wir auch hier alles grün, auch diese Abwärtskorrektur von den 3 Wochen hat nicht im Ansatz gereicht, hier irgendwie den Trendindikator in den Negativbereich zu bringen. Das sind also alles hier Kaufsituationen. Und wenn wir dann sehen, dass wir so einen Wert haben, der relativ stark retraced und dann auch stark wieder zurückkommt, dann können wir mit solchen Trades gute Chance-Risiko-Verhältnisse generieren. Hier ist es jetzt so, heute ist der Markt geschlossen, ne? Heute ist Feiertag in den USA. Wir haben aber hier quasi wie so eine kleine Flag, eine kleine Flagge auf hohem Niveau. Das ist zwar nur eine einzige Kerze, aber manchmal ist das so, wenn diese Dinger so extrem laufen. Das haben wir hier genauso. Nur eine einzige Kerze quasi als Flag hier genauso. Da geht es über 2 Tage, über 2 Wochen. Und dann geht die Bewegung eben weiter. Und von daher kann man hier in solchen Situationen zum Beispiel einen Break über dieses Wochenhoch, also über dieses Hoch der Vorwoche direkt handeln, hat dann auch hier auf dem Wochenchart einen relativ engen Stop. Das können wir uns auch in der Tagesebene nochmal angucken. Da sieht es dann meistens ein bisschen sauberer aus. Ja, und hier haben wir es auch schon. Na, das ist im Prinzip die Flag. Ja, die kann man entweder so nehmen oder wenn man das Ganze betrachten will, wie wir es eben auf dem Wochenchart gemacht haben, dann haben wir eher so ein bisschen so eine Range hier. Und das ist dann dieser Bereich. Da sind wir sogar am Freitag schon leicht rausgekommen. Das heißt, wenn wir morgen so über dieses 880er-Level hier nach oben rausgehen, wäre das durchaus eine Kaufgelegenheit. Ja. Ein bisschen aufpassen müssen wir. Wir haben am 5. Februar hier Quartalszahlen. Das sind jetzt noch, ich gucke mal kurz in den Kalender, 1, 2, naja, 2 Wochen sollte aber reichen. Ja, 2 Wochen sollten eigentlich reichen, um dann auch die Profits hier mitnehmen zu können.
Erstes Kursziel ist wie immer bei so einer kleinen Range einfach die Range einmal oben drauf gelegt. Ja, das wäre so das erste Kursziel. Das Fernziel allerdings, das liegt eher, ich hole es mal gerade hier rein. Das Fernziel, ich habe mir hier so einen kleinen Target-Shooter gebaut. Das ist eher, ja, hier oben zu finden, so bei $980. Das wäre für mich das aktuelle Fernziel. Wie mache ich das? Ich schaue mir im Prinzip immer nur an, wie groß war die letzte Korrektur. Wenn ich das hier einfach nochmal zeige. Ja, wie groß war die letzte Korrektur? Das lege ich dann quasi auf den Ausbruch dran. Und dann wäre für diesen Break hier über dieses All-Time-High oder auch aus dieser Flag, die sich hier entwickelt hat, wenn ich hier so ein Breakout handeln würde, dann wäre das Kursziel hier bei 820 gewesen. Mal sehen auch, es ist nicht so viel weitergelaufen, bevor dann die größere Korrektur kam. Und genauso mache ich das an der Stelle jetzt hier auch. Ich nehme mir die größere Korrektur, lege diese Korrektur an das Ausbruchslevel dran und bin dann hier oben so bei 987 Kursziel. Ich kann auch gleich noch mal kurz schauen, was hier von Analystenseite zu finden ist. Das ist auch immer ganz interessant. CMG, na, da haben wir ein durchschnittliches Kursziel momentan von $874. Da sind wir jetzt im Moment. Das heißt, wir befinden uns hier am durchschnittlichen Kursziel der Analysten. Das geht aber rauf bis 1010 in der höchsten Analyse. Das wäre sogar noch mal eine Ecke mehr als das, was wir hier gesucht haben. Ja. Wenn wir uns aber einfach nur dieses 1 zu 1 hier anschauen von der letzten Range, dann sind wir hier beim ersten Kursziel bei 904, $905 ungefähr. Ja. Also so sieht das Ganze in der Chipotle aus. Ich finde, das ist ein schönes Setup. Ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne, trendstabile Aktie. Die ist auch toll für ein Investmentdepot geeignet. Wenn wir uns mal hier den langfristigen Chart anschauen, haben hier einen richtig guten Run gehabt von 2008 bis 2015. Da sind wir hier von $45 rauf auf $758. Und dann haben sie eine ganze Weile hier eine Schwächephase gehabt, sind hier viele, viele Monate, mehrere Jahre sogar abwärts unterwegs gewesen. Sieht man auch schön hier am Trendindikator. Der hat relativ schnell hier schon nach der ersten starken Verkaufswoche, hat der Trendindikator, den ich hier immer nutze, klar auf die Negativseite gewechselt. Das heißt, Achtung, Finger weg hier von Long-Positionen oder wenn man Long-Positionen noch hat und die ein bisschen tradingmäßig betreuen will, dann auf jeden Fall an dieser Stelle hier raus. Dann hat sich das Ganze auch recht lange weiter fortgesetzt. Hier sah es einmal so kurz aus. Das war eine schöne Bodenbildung eigentlich, die hier stattgefunden hat bei CMG. Wirklich schöne Bodenbildung. Da wäre Luft gewesen, locker mal hier bis in den Bereich $550. Das haben wir nicht geschafft. Auch da ist nochmal kräftig abverkauft worden. Aber auch hier sehen wir, ja, kurz nachdem das Ding gedreht hat, war hier der Trendindikator schon wieder auf Vorsicht. Ja. Dann ging es hier bis nach unten und in dieser großen Dynamik, die dann hier reingekommen ist im April 18, war dann auch von der Trendseite wieder alles Richtung Kaufen gestellt. Und wir haben also hier eine Bewegung hingelegt. Wann fing das an? Mal Anfang 2018, also in 2 Jahren, haben wir jetzt hier mal locker 250% Kursgewinn auf der Aktie gesehen. Ja, das entschädigt dann auch die dauerhaften Halter, ja, für solche Phasen, wo man hier lange keinen Spaß an der Aktie hat. Wenn dann solche Turbobewegungen hier kommen, dann macht das auch wieder Spaß, ohne dass man zwischendurch aus der Aktie rausgegangen ist. Ja, man kann das aber versuchen, auch gerade über so einen vereinfachten Trendindikator das Ganze vom Kauf- und Verkaufszeitpunkt her ein bisschen besser zu steuern und dann in der Zwischenzeit auch die ganzen Finanzmittel frei zu haben für andere Werte, die in der Zeit vielleicht gerade gut performen. Dann kann man immer noch mal versuchen, den Gesamtmarkt so ein bisschen outzuperformen. Aber prinzipiell wäre das eine Aktie, die ich auch hier ohne Kopfschmerzen im Buy and Hold drin lassen würde.
Okay, so, was haben wir noch? 17:47 Uhr. Dann könnten wir auch gerne noch mal kurz auf die Futures gehen. Ich weiß, dass hier wirklich viele, viele Futures-Händler bei sind, die den Webinaren hier immer zuschauen. Von daher, vielleicht zeige ich einfach noch mal kurz eine Position, die bei mir im Moment noch läuft. Das ist hier Soybean Oil. Die hatte ich auch vor ein paar Tagen schon mal gezeigt, glaube ich. Die kommt aus dem Daily Chart. Gehe ich mal kurz rein. Daily. Ja, da haben sich hier oben zwei schöne Kaufsignale entwickelt. Das Verkaufssignal. Das Verkaufssignal hier vorher, das ist nicht getriggert worden aus dem Dezember. Da musste man geduldig sein, aber so ist das eben. Wenn man eine klare Strategie hat, dann muss man einfach warten, bis die Einstiegssetups kommen. Das ist bei mir hier relativ einfach, weil ich das bei mir im Add-on drin habe. Ich werde also sofort darüber benachrichtigt, wenn es neue Setups gibt. Dann gab es hier ein Verkaufssetup schon am 31. Dezember. Auch das ist nicht getriggert worden. Wir sind hier nochmal auf ein neues Hoch gelaufen und dann war hier direkt Anfang Januar das nächste Short-Setup im Markt drin. Wo kommt das her? Gucken wir mal kurz auf der Woche. Wir sind hier also in diesen ganz klaren, extremen Short-Hedging-Bereich der Commercials reingelaufen. Das ist für mich immer so ein erstes Signal, dass sich da eventuell ein Setup entwickelt. Auch wenn wir uns das in der Nettopositionierung anschauen, wir sind hier in einen Bereich vorgedrungen, fast minus 150.000 Kontrakte netto short bei den Hedgern. Das ist ähnlich stark, wie wir das hier 2016 gesehen hatten. Und nach 2016 hat sich hier eine Bewegung angeschlossen, vom Hoch zum Tief um locker 20% ist da der Kurs gefallen. Wenn das jetzt im Ansatz ähnlich laufen sollte, dann hätten wir hier noch Potenzial, so bis in diesen Bereich hier unten, so 0,2880. Halte ich nicht unbedingt so für wahrscheinlich, weil wir eben schon in diesem längerfristigen Aufwärtstrend jetzt hier drin sind. Aber so als Fernziel habe ich mal diesen Bereich hier anvisiert. Ja, da liegen wir so bei 30 bis 31, 0,30 bis 0,31. Das ist das letzte große Kauflevel hier. Und ich habe es auch schon oft gesagt, in den Rohstoffen haben wir häufig diese Mean Reversion Geschichte. Ja, ich habe hier den Jahresdurchschnitt drin. Das ist immer der gleiche, der hier drin ist, 52 Wochen bei mir auf dem Wochenchart. Und Mean Reversion bedeutet jetzt am Ende nichts anderes, als wenn wir uns hier weit vom Durchschnitt entfernen, dann kommen wir oft auch mit einer ähnlichen Geschwindigkeit wieder Richtung dieses Durchschnitts zurück. Ja. Jetzt haben wir uns hier auch wieder sehr weit vom Durchschnitt entfernt und jetzt sind wir im Moment hier auf dem Weg zum Durchschnitt wieder zurückzukommen. Der wird über die nächsten Wochen natürlich hier steigen, weil wir hier deutlich steigende Kurse zum Ende drin hatten. Wird also dieser Durchschnitt noch ein paar Wochen weiter nach oben gehen. Und dann könnte das ganz gut passen, dass wir hier sowohl zeitlich als auch über den gleitenden Durchschnitt als auch über das Kauflevel auf kurz oder lang hier in den Bereich 0,30 bis 0,31 beim Sojabohnenöl reinlaufen. Und das wäre dann für mich hier erstmal das Kursziel. Ja, bis dahin habe ich eben meine Trailing-Stop-Varianten, mit denen ich hier arbeite. Was mir nicht so gut gefällt, ist, dass wir jetzt hier in eine sehr bullische Phase kommen von den Saisonalitäten her. Da war es im letzten Jahr auch so, dass wir hier in dieser saisonal starken Phase auch 4, 5 Wochen deutlich steigende Kurse hatten, obwohl sich der Preis in einem intakten Abwärtstrend hier befunden hat, sind wir also trotzdem ab diesem saisonalen Zwischentief ungefähr hier deutlich nach oben gekommen. Genau in diese Phase kommen wir jetzt auch wieder. Ich habe aber hier auch schon einen Teilgewinn abgesichert, von daher ist das auch nicht mehr ganz so wild. Ja, also das im Moment so ein Bild, das hier von Sojabohnenöl. Ja, ach so, die Frage, ob ich diese Analyseseite hier mal posten kann. Ja, klar, das kann ich machen. Das ist diese Seite hier für Facebook, hole ich es auch gerne mal hier rein. Ja, da schaue ich hier unter Tipranks. Da habe ich ja auch nicht mal den Premium. Das heißt, ich sehe hier nicht die letzten aktuellen Analysen. Wenn ich die brauche, bekomme ich die über CapTrader, über die Handelsplattform.
Da gibt es also auch eine Möglichkeit, sich diese Analysen reinzuholen. Und da kriegt man tatsächlich alle, da braucht man hier kein Upgrade to Premium. Aber für mich ist es immer ganz nett, einfach hier um kurz zu schauen, wo liegt denn der Average von den Analysten? Wie viele Buy-Ratings haben wir? Wie viele Hold? Wie viele Sell? Wo liegt der Extrembereich? Und dann kriegt man manchmal ein ganz gutes Bild, ob eine einzelne Aktie jetzt gerade sehr lohnend ist, wie die großen Brokerhäuser und Banken das Ganze betrachten, oder ob man ein Setup vielleicht mal lieber beiseite lässt, weil es gerade von den Analysen her nicht so gut passt. Okay, ja, viel mehr würde ich gar nicht mehr machen wollen. Vielleicht noch mal ganz kurz, dass man so ein bisschen einen Blick kriegt, wie stark diese Märkte sich bewegen können. Ja, wir haben hier Natural Gas. Da warte ich jetzt schon seit ein paar Wochen drauf, dass wir hier einen sauberen Break nach oben kriegen über diese Trendlinie. Aber anstatt dass hier vielleicht mal irgendwo Support-Level halten oder mal irgendwo ein bisschen Käufer wieder reinkommen, wir sind hier schon wieder im extremen Long-Hedging-Bereich von den Commercials. Wir sind auch in absolut extremen Short-Positionen hier bei den großen Tradern. Da sind wir ähnlich groß von der Ausrichtung her wie Mitte 2015. Genauso bei den Hedgern hier auf der Long-Seite sind wir ähnlich groß wie 2015. Wir sehen aber, dass auch 2015 sich der Markt hier nochmal kräftig weiter nach unten bewegt hat, bevor dann die Korrektur gekommen ist. So ähnlich sieht es jetzt auch schon wieder aus. Wir sind über diese beiden Kauflevel hier schon weggelaufen. Das nächste, was hier noch im Markt liegt, was noch halbwegs relevant ist, ist auch noch mal eine ganze Etage tiefer. Da sind wir hier tatsächlich erst so bei 1,70. Mean Reversion, ja, haben wir gerade drüber gesprochen. Haben wir hier noch mal ein absolutes Paradebeispiel. Wir haben uns weit weg bewegt vom Jahresdurchschnitt in sehr kurzer Zeit und sind dann in ebenso kurzer Zeit auch wieder genau zum Jahresdurchschnitt zurückgekommen. Ja, das ist Mean Reversion. Jetzt sind wir gerade dabei, uns hier nach unten ein bisschen wegzubewegen vom gleitenden Durchschnitt. Müssen wir abwarten. Das könnte noch eine Ecke weitergehen hier. Beim Natural Gas sind es auch wirklich rein die Fundamentals, die hier im Moment den Preis bewegen. Wir haben auch sehr große Diskrepanzen zwischen den einzelnen Kontraktmonaten. Da sind also die kurzfristigen Monate eigentlich schon viel zu billig. Aber man sieht, egal wie arg wir zu billig sind, wir sind hier jetzt alleine in den letzten paar Handelstagen nochmal um 18%, fast 20% hier gefallen im Natural Gas. Da ist also richtig Bewegung drin und da braucht eigentlich niemand die Kryptomärkte. Ja, da kann man ohne Probleme, wenn man hohe Volatilität mag, zum Beispiel Natural Gas handeln. Na, das wollte ich einfach nur mal zeigen. Also bei mir ist es so, diese Abwärtsbewegung ist für mich jetzt hier gelaufen. Ich werde keine Short Trades hier mehr aufbauen, auch wenn saisonal die ganze nächste Phase hier bis Ende Februar noch für weiter fallende Kurse spricht. Ich warte hier auf meine Setups für die COT-Trades. Idealerweise kommen diese Setups dann irgendwann Ende Februar, Anfang März, dass man dann vielleicht fürs zweite Quartal dann auch schon in diese doch wieder saisonal etwas stärkere Phase dann hier seine ersten Long-Positionen aufbauen kann. Im Moment scheint das einfach noch zu früh zu sein. Ja. Okay, ich sehe hier erstmal keine weiteren Fragen. Von daher bedanke ich mich für heute, für die zahlreiche Aufmerksamkeit. Ganz, ganz toll, freue ich mich immer, wenn das reges Interesse findet, was ich hier mache. Ich habe bei mir auf der Website, kann ich mal kurz zeigen, einen Punkt, so einen Menüpunkt eingefügt. Ja, hier oben bewerten. Wenn euch das was bringt, was ich hier mache, wenn euch diese Analysen gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr einfach mal kurz hier oben auf den Button Bewerten drücken würdet und dann kommt ihr auf meine Bewertungsseite, vielleicht einfach kurz eine Bewertung hinterlassen, was euch das an Sternen wert ist. Vielleicht einen Satz dazu schreiben, wenn ihr die Zeit habt, würde ich mich drüber freuen. Ansonsten wünsche ich euch erstmal eine super erfolgreiche Handelswoche. Am Samstag haben wir diese Woche kein Webinar, da gibt es nur den Newsletter wieder. Auch für den Newsletter könnt ihr euch bei mir auf der Website kostenlos eintragen, für den Analyse-Newsletter. Und wir hören uns in der nächsten Woche am Samstag dann wieder zum Webinar. Und ja, bis dahin
wünsche euch super erfolgreiche Trades. Macht's gut und habt immer ein Auge auf euer Risiko. Ja, bis dann, bye bye.